Sie haben ihren Beruf verloren, weil die Stasi das weil sie einmal in einer falschen Musikband mitgespielt haben. Oder weil sie ja, oder den falschen Menschen getroffen haben, das falsche Buch gelesen haben, die falsche Meinung geäußert haben. Also sie haben also dann ab sofort Renten bezogen, die ihrem Gehalt, ihrem selbstbestimmten Gehalt in der DDR entsprachen. Und sie bekamen für die 10 Jahre oder für die Jahre, wo sie nur den Durchschnittspension bekommen haben, eine Nachzahlung. Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Große Freiheit TV. Mein Name ist Martin, wir sind hier auf Usedom bei der Eigentümlich Freikonferenz und neben mir sitzt die ehemalige Bundestagabgeordnete, Frau Vera Lengsfeld. Jetzt Autorin, hat gerade gesprochen. Frau Lengsfeld, was waren so Ihre Themen, was beschäftigt Sie aktuell? Aktuell beschäftigt mich der Zustand Deutschlands, indem ich mich frage, 30 Jahre im 30. Jahrestag der Vereinigung, wer eigentlich hier wem übernommen hat. Die alte Bundesrepublik, die DDR, oder die DDR, die alte Bundesrepublik? Aber ist doch ganz klar, damals gab es die DDR und dann ist die Mauer gefallen und seitdem gibt es nur noch die BRD und alle Menschen sind frei. ja, aber das ist richtig, alle Menschen sind frei, aber die Methoden, die immer mehr in unserem Lande praktiziert werden, ähneln immer fataler denen, die ich noch aus DDR-Zeiten kenne. Sie sagen jetzt fatal, also für, ich sage jetzt mal, Leute, die vielleicht ab 80 geboren sind, die DDR gar nicht haben kennengelernt, also als Kind dann nur so von Erzählungen und vielleicht sogar auch im Westen groß geworden sind. Da weiß man doch, in der DDR gab es gratis Wasser, jeder hatte eine Wohnung, es gab keine Arbeitslosigkeit. Also was war denn da so schlecht? Also erstmal gab es nicht für jeden eine Wohnung, sondern man musste auf die Wohnung jahrelang warten. Manche haben 10 Jahre lang auf eine Wohnung gewartet. Es gibt junge Leute, die nur geheiratet haben, um überhaupt eine Wohnung zu bekommen. Und dann waren die Wohnungen in einem entsprechenden Zustand. Ja, die Mieten waren billig. Es gab einen sogenannten Mietendeckel in der DDR. Schon in dieser Hinsicht war die DDR dem jetzigen Deutschland einen Schritt voraus. Aber das Ergebnis dieses Mietendeckels in der DDR war, dass das Geld für notwendige Reparaturen an den Häusern nicht vorhanden war. Und das heißt, je älter die DDR wurde, desto mehr verfiel die Altbausubstanz dieses Landes. Und am Ende war das Land praktisch ruiniert. Und zwar in einer Weise, dass wenn ich heute Bilder sehe, wie die Städte und Dörfer der DDR ausgesehen haben 1989, bin selbst ich erschrocken, obwohl ich das damals ja erlebt habe. Die DDR ist, was ihre Gebäudesubstanz betrifft, wirklich aus Ruinen auferstanden. Das ist da die Folge des Mietendeckels in der DDR gewesen. Und was hatten Sie als zweiten Vorzug gesagt? Habe ich? Das weiß ich auch nicht mehr. Vielleicht das Wasser gratis war. Also was man so nostalgisch jetzt über die DDR denkt, um alle wurde sich gesorgt. Keiner hatte Stress, dass er irgendwie was erreichen musste und Naja, das ist eine Legende. Also das Wasser war auch nicht ganz umsonst. Es gab auch in der DDR schon Wassergeld und jetzt fällt es mir wieder ein, keine Arbeitslosigkeit. Richtig. Danke. Es gab keine Arbeitslosigkeit, weil die Betriebe die Verpflichtung hatten, die Menschen, die nicht bereit oder nicht in der Lage waren zu arbeiten, dennoch zu integrieren. Also die mussten in die Betriebe kommen und kriegten irgendeine Arbeit, sagen wir mal, es gab in jedem Betrieb eine Betriebswandzeitung. Und die waren dann mit dieser Betriebswandzeitung beschäftigt. Oder mit einem anderen, mit so einer anderen Fake-Tätigkeit. Nur damit sie nicht auf der Straße rumlungerten. Aber von, ja, laut Statistik gab es keine Arbeitslosigkeit, aber verdeckt gab es die dennoch. Und diese verdeckte Arbeitslosigkeit hat ein
erhebliches Teil dazu beigetragen, dass die Produktivität in der DDR so gering war. Aber der Umweltschutz und Tierschutz war doch bestimmt besser damals. Auch das ist eine absolute Legende. Die DDR war das umweltverschmutzteste Land in Mitteleuropa. Schlimmer war es nur in Teilen der Sowjetunion und in einigen Teilen Rumäniens und in einigen Schwerindustriegebieten in anderen sozialistischen Ländern. Die DDR hatte jede Menge Umweltprobleme. Sie hatte eine Luftverschmutzung, die so hoch war, dass im Winter am Ende der DDR fast flächendeckend Smog herrschte. Nicht nur in den Städten, sondern auch in den ländlichen Regionen. Und es durfte nur nicht über Smog gesprochen werden. Wenn das ganz schlimm kam, stand in der Zeitung, es herrscht wieder Inversionswetterlage oder es gibt einen gelben Nebel. Und dieser gelbe Nebel war der Industriesmog, der sich übers Land legte. Die Kinder und die Jugendlichen in der DDR hatten zu einem hohen Prozentsatz Pseudokrupp. Pseudokrupp, Husten, starker Husten ja, bei Kindern, ja, Pseudokrupp ist eine Krankheit, die durch Luftverschmutzung verursacht wurde mit im schweren Fall asthmaartigen Anfällen. Wir haben verschmutztes, nitritverseuchtes Wasser gehabt. Wir hatten Gebiete in der DDR, zum Beispiel Halle Silberhöhe. Halle Leipzig war ein Industriegebiet, ein Schwerindustriegebiet. In Halle Silberhöhe, das war ein Neubauviertel, konnte das Wasser, was aus der Leitung floss, nicht für Trink- oder Kochzwecke genutzt werden. Wie hat man sich da geholfen dann? Da sind die Menschen mit Wasserflaschen beliefert worden. Und es wurde ihnen immer wieder gewarnt, das Wasser aus der Leitung zu benutzen. Deswegen hieß Halle Silberhöhe auch im Volksmund Halle Silberhölle. Und zum Beispiel in Bitterfeld gab es auch Kleingärten. Kleingärten gab es überall in der DDR. Und auch in Bitterfeld wurde in den Kleingärten Erdbeeren, Rhabarber und so weiter angebaut, Stachelbeeren, Kirschen. Und wenn dann geerntet wurde, hat die Familie nichts von diesen Obst oder Gemüse selbst gegessen, weil die wussten, dass sie davon Magenverstimmungen kriegen, sondern das wurde alles in staatliche Aufkaufsstellen gebracht, die kriegten Geld dafür und dann wurde das vernichtet, weil das so schwermetallbelastet war, dass es nicht genießbar war. Und es ist immer wieder vorgekommen, dass mal ein Besuch in Bitterfeld das nicht wusste, die schönen Erdbeeren im Kleingarten gesehen hat, davon genascht hat und dann mit schweren Magenkrämpfen dafür bezahlt hat. Oder die Felder, die direkt neben den Chemiewerken in der DDR waren, das Getreide, das dort geerntet wurde, war auch sehr schwer schwermetallbelastet. Da kamen die Behörden dann auf die Idee, das zu verschneiden. Das heißt, es wurde mit nicht oder minder belasteten Getreide gemischt, so dass sich dann die Belastung verteilte und man das Getreide noch für Nahrungszwecke verwenden konnte. Also die DDR war eine Umwelthölle und nicht ein Vorbild für Umweltschutz. Und sind das so die wesentlichen, also die großen Kaliber so gesehen, die Sie jetzt geschossen haben, die Sie mir gerade erklärt haben, die Sie uns erklärt haben von den Problemen und den Nachteilen der BRD gegenüber der BRD damals bis 89? Oder was fällt Ihnen da noch ein? Was waren so die Sachen, wo Sie sagen, das war etwas, was nicht so vorbildlich war von der DDR, um es mal vorsichtig zu formulieren? Also da fällt mir natürlich eine ganze Menge ein. Wir waren von einem großen Teil der Weltliteratur abgeschnitten. Also alles, was im Westen erschien, wurde erstmal in der DDR nicht verlegt oder nur in Ausnahmefällen. Mit welcher Begründung denn überhaupt? Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Zum Schutze Ihres Geistes oder? Ja, natürlich. Es war ja ein sozialistisches Land. Die Bevölkerung sollte im sozialistischen Sinne erzogen werden
Und da befürchtete man natürlich westlich dekadenten Einfluss durch Literatur, durch Filme, durch Musik. Also als ich jung war, kam die Beatmusik im Westen auf, Beatles und Rolling Stones. Und das war in der DDR verboten. Das war in der DDR verboten. Wir mussten das heimlich hören. Natürlich hat fast jeder Jugendliche in der DDR das heimlich in den Westsendern gehört. Ich bin Berlinerin, wir in Berlin waren besonders gut dran, weil in West-Berlin gab es den RIAS, Rundfunk im amerikanischen Sektor, der war im Ost-Berlin 1A zu empfangen. Wir hatten keine Probleme. Schlimmer waren die Jugendlichen in Bezirk Dresden, wie es damals hieß, dran. Die waren weit ab von westlichen Sendern und hatten da größere Schwierigkeiten. Westfernsehen haben sie sowieso nicht gekriegt. Westradio sehr schwierig. Also die hatten größere Schwierigkeiten, die begehrte westliche Beatmusik zu hören. Aber diese Gängelei, und natürlich haben sich auch jede Menge Musikgruppen in der DDR gebildet. Die durften aber nicht ohne weiteres auftreten. Da gab es eine staatliche Kontrolle, da gab es dann eine staatliche Genehmigung, auftreten zu dürfen. Und sobald eine dieser Gruppen ein Lied spielte, was irgendeinem Parteifunktionär nicht gefiel, wurde die verboten, konnte dann die nicht mehr auftreten und so weiter. Na gut, aber dann war ja 89 gekommen zum Glück und 90 dann die quasi Wiedervereinigung. Und seitdem haben wir jetzt ja eine ganz andere Situation in BRD wieder. Also, dass man wieder jeglich Musik hören darf und aber kann seine Meinung frei äußern. Und es gibt keine, ich denke auch alle, die in der Partei waren, die wurden bestimmt dann bestraft, ins Gefängnis geschickt dafür, dass sie... Oh nein, um Gottes Willen, also denen ist gar nichts passiert, denn das war unser Credo. Ich gehöre ja zu den heute sogenannten Bürgerrechtlern der DDR, also zu denjenigen, die ab Anfang der 80er Jahre halboffiziell Opposition gegen das Regime gemacht haben, weil wir den einzigen Freiraum entdeckten, den es in der DDR gab, die Räume der evangelischen Kirche. 89 haben wir gesagt, oder das war unser Credo, wir wollen niemals so mit unseren Unterdrückern umgehen, wie die mit uns umgegangen sind. Also niemand von denen ist im Gefängnis gelandet. Abgesehen von einigen Politbüromitgliedern wie Egon Krenz und Günter Schabowski, die verantwortlich waren für die Todesschüsse an der Grenze, politisch verantwortlich waren für die Todesschüsse an der Grenze. Sonst ist niemand ins Gefängnis gekommen. Und das war auch unser Credo. Und die haben auch kein Berufsverbot gekriegt. Die sind nicht verfolgt worden. Denen ging es weiter gut. Das Einzige, was wir wollten aufdecken, was sie, also was die Verfolger getan haben. Also deswegen haben wir auch die Stasi-Akten geöffnet. Jeder, der in der DDR verfolgt worden ist, konnte durch die Stasi-Aktenöffnung seine Akte beantragen, konnte sehen, wer ihn verfolgt hat, was für Stasi-Maßnahmen gegen ihn gelaufen sind. Oft sind die ja verdeckt gelaufen. Also ich gebe mal ein Beispiel. Eine gerne verhängte Sanktion gegen einen missliebigen Menschen in der DDR war, dass man ihm den Beruf wegnahm. Aber das war offiziell niemals die Begründung, dass er seinen Beruf aus politischen Gründen verloren hatte. Sondern das wurde so etwas konstruiert, dass er zu dumm gewesen sei, seine Position auszufüllen oder dass er irgendwelche Fehler gemacht hätte oder so weiter. Und insofern war auch die Stasi-Aktenöffnung für die Menschen wichtig zu erfahren, nein, sie haben ihren Beruf nicht verloren, weil sie zu dumm waren. Sie haben ihren Beruf verloren, weil die Stasi das angeordnet hat. Weil sie einmal in einer falschen Musikband mitgespielt haben. Oder weil sie oder den falschen Menschen getroffen haben, das falsche Buch gelesen haben, die falsche Meinung geäußert haben. Und insofern war vor allen Dingen für die Betroffenen die Stasi-Aktenöffnung wichtig, weil man auch zum Teil die Chance bekam, Ereignisse seines eigenen Lebens heilen zu können, die man sich nicht erklärt hat. Warum ist man plötzlich von seinen bislang besten Freunden entfremdet gewesen? Dann las man in der Stasi-Akte, dass das auf Befehl der Stasi das Gerücht gestreut wurde, also diesen Freunden gesagt wurde, man wäre selber bei der Stasi gewesen.
dadurch wäre, ist die Entfremdung gekommen. Also wie gesagt, es gab auch für die Leute dann die große Möglichkeit, viele Sachen heilen zu können im Nachhinein. Ja. Aber das, was uns vorgeworfen wurde, als wir gesagt haben, wir wollen die Stasi-Akten öffnen, da war das Hauptargument, nein, wenn ihr diese Büchse der Pandora öffnet, dann wird es einen Bürgerkrieg geben, denn diejenigen, die verfolgt wurden, werden sich rächen. Das ist nicht passiert. Es ist nicht passiert. Niemand hat sich an den Stasi-Spitzeln oder den Stasi-Offizieren gerecht. Vielleicht auch mal, weil man wusste, in welcher Situation dann auch der andere war. Das war ja auch, vielleicht jeder musste ja irgendwie mitmachen, dann wahrscheinlich auch, um seine eigene Haut, seine eigenen Kinder zu schützen. Naja, das gab zum Beispiel ganz unterschiedliche Stasi-Spitze. Es gab natürlich jede Menge Leute, die das freiwillig und fröhlich gemacht haben. Aus Überzeugung, die gedacht haben, wenn alle so angeln wie ich, dann geht's uns allen gut. Also es gibt das ganz bekannte Beispiel, was Sie jetzt vielleicht überrascht, Gregor Gysi, wo in den Stasi-Unterlagen ein Brief seines Vaters aufgetaucht ist, der damals, ich glaube, also ich lasse jetzt mal die Funktion, die er damals hatte, das war ein hoher Funktionär in der DDR, ich weiß jetzt nicht, welche aktuelle Funktion er zu diesem Zeitpunkt gehabt hat, wo er geschrieben hat, also ob man nicht auf seinen Sohn Gregor zugehen könnte, der würde doch gern mit den Organen zusammenarbeiten. Und diese ganze Akte von IM Gregor, Sputnik, Notar, das sind die drei IM-Namen von Gregor Gysi, umfasst über 1000 Seiten. Aber es gibt auch mal an der anderen Stelle, also auf der anderen Skala, gebe ich auch ein Beispiel. Ich hatte zu DDR-Zeiten immer einen großen Kreis, der mich besuchen kam, meistens zum Abendessen. Dazu gehörte eine Zeit lang ein 16-jähriges Waisenmädchen. Die nahm bei mir so die Stelle einer Haustochter ein. Nach der Stasi-Aktenöffnung habe ich in meiner Akte gefunden, dass die auch von der Stasi angesprochen worden war und ihr gesagt worden war, sie soll über die Treffen bei mir berichten. Nun muss ich sagen, das Mädchen war 16 Jahre alt, die war weise, die hat mit niemandem drüber reden können, hat sich auch nicht getraut, mir das zu sagen. Und was hat das Mädchen gemacht? Die hat so saudumme Berichte geschrieben, dass nach dem dritten Bericht der Stasi-Offizier darauf verzichtet hat, weiter mit ihr zusammenarbeiten zu wollen. Dumm stellen schafft Freizeit. Ja, also so hat sie sich da rausgewunden, ja. Und ja. Natürlich hätte jeder das auch ablehnen können. Indem man zum Beispiel sowas macht oder andere Tricks anwendet. Ja, oder sich enttarnt, ja. Oder es hätte auch genügt zu sagen, oh, das ist eine große Ehre, dass sie mir das anbieten. Aber ich bin so schwatzhaft, ich könnte nicht garantieren, dass ich nicht doch irgendwann darüber rede. Ich rede im Schlaf oder irgendwie solche sowas, Sachen. Ja. Interessant, ja. Hm. Jetzt hatten Sie ja gerade Herrn Gysi angesprochen. Ich habe gesagt, da müssen wir nicht dabei verweilen. Okay, es gab aber kein Berufsverbot für die Politiker. Nein. Das bedeutet, dass auch die Politiker quasi dann einfach in der BRD weitermachen konnten? Oder dann? Nein, es gab, es gab schon die... Also zum Beispiel im Bundestag, dem ich ja angehört habe, der Bundestag hat beschlossen, und zwar in mehreren Legislaturperioden beschlossen, dass die Bundestagsabgeordneten auf Stasi-Tätigkeit überprüft werden. Also wurde auch der Abgeordnete Gysi vom Immunitätsausschuss des Deutschen Bundestages in der Legislaturperiode von 94 bis 98 überprüft. Das Ergebnis dieser Überprüfung war, dass der Immunitätsausschuss zu dem Ergebnis kam, dass die Stasi-Tätigkeit des Abgeordneten Gysi erwiesen sei. Ja. Er hat dagegen prozessiert, das ist eine lange Geschichte. Er ist trotzdem Abgeordneter geblieben. Inzwischen ist es schon wieder vergessen oder fast vergessen, dass er überprüft wurde und was das Ergebnis des Immunitätsausschusses war. Also die sind alle überprüft worden, aber es hatte nicht für alle Konsequenzen. Eigentlich war nach dem Bundestags
Richtlinien so, dass wenn ein Abgeordneter für die Staatssicherheit gearbeitet hat, er aufgefordert werden sollte, sein Mandat niederzulegen. Das ist in einigen Fällen auch passiert. Besonders häufig war die Fraktion der umbenannten SED, PDS, Linkspartei Linken, betroffen. Aber in den späteren Legislaturperioden ist das dann auch nicht mehr gemacht worden. Für Behörden war das auch so, dass wer in einer Behörde sich beworben hat, der wurde auch überprüft. Also der sich nach 90, ab 90 in einer BRD-Behörde beworben hat. Ja, oder in den Behörden, den neuen Ländern. Und im entsprechenden Alter schon war, der hätte überprüft werden müssen. Ja. Okay, Sie hatten in Ihrem Vortrag gerade auch über Gehälter oder wie sagt man, Besoldung gesprochen, dass sogar, ich sag jetzt mal, die Verbrecher damals von der BRD auch noch Bonus bekommen haben. Kann man, Nein, ich habe folgende Geschichte erzählt. Dass diejenigen, ich nehme jetzt mal das Kürzel Täter, also diejenigen, die Unterdrücker, vielleicht besser, die Unterdrücker der DDR-Bevölkerung, die konnten ja auch über ihre eigenen Gehälter selber bestimmen. Und die haben sehr viel mehr verdient als die DDR-Durchschnittsverdiener. Und dann war die Frage, als die Vereinigung absehbar war, für uns Abgeordnete der ersten und letzten frei gewählten Volkskammer, die noch vom März 1990 bis zum Oktober, Anfang Oktober 1990 in Kraft war. Wir haben gesagt, es gab ja dann die Verhandlungen über den Einigungsvertrag, diese Leute, die ihre Landsleute unterdrückt haben, also die Teil des Unterdrückungssystems waren, die sollen im Vereinigten Deutschland nicht davon profitieren, dass sie doppelt und dreifach so hohe Gehälter hatten wie die DDR-Durchschnittsverdiener, sondern die sollen nur eine Rente oder Pension bekommen, die dem Durchschnittsverdienst der DDR entsprach. Das war die einzige Strafe, die wir uns für diese Leute ausgedacht haben. Strafe. Und das ist in dem Einigungsvertrag übernommen worden und das ist auch 10 Jahre lang so praktiziert worden. Diese Leute sind aber mit Gysi an der Spitze bis vors Verfassungsgericht gezogen. Und mit dem flotten Argument, es gab ja auch keine Strafrenten für die Nazis, also darf es keine Strafrenten für die DDR-Funktionäre geben. Also die nationalen Sozialisten haben, dann. Ja, also, ja, für die Funktionäre, für die Nazi-Funktionäre, die, gab es keine Strafrenten. Also, mal ein Beispiel zu sagen, dieser berüchtigte, Richter im Volksgerichtshof Freisler, der verantwortlich war für hunderte Todesurteile, ist ja selber nicht mehr in den Genuss seiner Pension gekommen, aber seine Frau bekam die volle Pension, von der Bundesrepublik die volle Pension ihres Mannes, obwohl ihr Mann ein Blutrichter war. Und also es gab keine Pensionskürzungen für Nazitäter und deshalb sollte es auch keine Renten- oder Pensionskürzungen für die SED-Unterdrücker geben. Sie sind vor dem Verfassungsgericht damit durchgekommen. Und haben 10 Jahresgehälter dann und nachbezahlt. Und sie haben also dann ab sofort Renten bezogen, die ihrem Gehalt, ihrem selbstbestimmten Gehalt in der DDR entsprachen. Und sie bekamen für die 10 Jahre oder für die Jahre, wo sie nur den Durchschnittspension bekommen haben, eine Nachzahlung. Da gab es so eine große Party, wahrscheinlich mit Feuerwerk und Shampoos. Es gab eine Riesenparty bei diesen Leuten. Und das perfide war, dass zu diesem Zeitpunkt es noch keine Versorgung der politischen Gefangenen der DDR gegeben hat. Also die wirklich gelitten haben, die im Gefängnis die saßen. Ja, die jahrelang, zum Teil jahrelang in den Gefängnissen der DDR gesessen haben, die zerstörte Berufsbiografien gehabt haben. Denn von in der DDR politisch verfolgt gewesen zu sein, bedeutete, dass man, wenn man Akademiker war, sehr oft dann nicht mehr als Akademiker beruflich tätig sein konnte, sondern man war Heizer in einem Schwimmbad oder Gärtner auf dem Friedhof oder Pfleger in einem kirchlichen Alten- oder Krankenheim, ja, und so weiter, mit natürlich entsprechend ganz niedrigen
Löhnen. Und abgesehen davon, dass man die Zeit, die man im Gefängnis saß, ja auch eine absolute Lücke in seiner Rentenbiografie hatte. Das ist erst also Jahre später, nachdem die Unterdrücker eben bestens versorgt worden sind. Erst Jahre später ist das geheilt worden. 16 Jahre lang war das Argument, wir haben dafür kein Geld. Na klar, das haben ja die anderen schon bekommen. Sondern erst nach 16 Jahren gab es die sogenannte Opferrente. Ich will das Thema eigentlich nicht ansprechen, nicht zu sehr, nur eine Frage noch dazu. Ich habe es jetzt so verstanden, dass viele Politiker aus der DDR in die BRD gewechselt haben. Davor, vor der Gründung der DDR, gab es ja die nationalen Sozialisten in Deutschland, und diese Sozialisten, sind die dann auch in die DDR-Regime gewechselt, also quasi aus den von 45. Also Sie meinen, ob ehemalige Nazi-Funktionäre auch in der DDR? Ja, quasi, ob man, also könnte man da so eine Linie ziehen, wenn jetzt einer so alt, ja, lange gelebt also hätte? Ja, also es gibt ein Braunbuch der DDR, das ist so dick, da hat sich ein Mann die Mühe gemacht, alle aufzulisten, die ehemalige Nazi-Funktionäre waren und in der DDR bis hin ins Zentralkomitee der SED aufgestiegen sind. Und ich gebe mal nur ein einziges Beispiel. Im Ältestenrat, wenn er nicht inzwischen gestorben ist, im Ältestenrat oder Ehrenrat der Linken, ja, sitzt ein oder saß, weiß ich jetzt nicht, ein Professor Hermann Klenner. Der war Ortsgruppenvorsitzender, als blutjunger Mann Ortsgruppenvorsitzender der NSDAP Breslau, war dann FDJ-Funktionär in der DDR, dann später war marxistisch-leninistischer Philosoph an der Akademie der Wissenschaften, außerdem, wenn ich mich jetzt recht erinnere, auch noch inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit und wie gesagt zum Schluss Mitglied des Ältesten- oder Ehrenrates der PDS. Linkspartei Linken. Noch ein anderes Thema. Sie hatten mit Herrn Broder zusammen für die Wiederherstellung des Rechtsstaates geklagt, kann man sagen? Oder wie? Nein, das war eine Petition. Das war die gemeinsame Erklärung 2018. Das war so lange schon wieder. Wir haben 2020. Was? 2018? 2018. Das war okay. Vor zwei Jahren. Ja. Also oder ja, anderthalb Jahren. Mhm. Wir haben da eine Petition aufgesetzt für den Deutschen Bundestag und haben 165.000 Unterschriften gesammelt. Und in dieser gemeinsamen Erklärung 2018 haben wir die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit an unseren Grenzen gefordert. Diese Rechtsstaatlichkeit ist ja mit dem Entschluss 2015 von unserer Kanzlerin Merkel außer Kraft gesetzt worden. Denn auf Anweisung von Kanzlerin Merkel hat der damalige Innenminister de Maizière einen Erlass gegeben, der sagte, dass auch Menschen ohne oder mit sichtbar gefälschten Papieren eingelassen werden müssen in Deutschland. Und das war der Beginn dieser Masseneinwanderung 2015. Dieser Erlass gilt bis heute. Bis heute kommen Menschen ohne oder mit sichtbar gefälschten Papieren ins Land, auch ehemalige, auch IS-Kämpfer, Mörder, Vergewaltiger, Verbrecher. Mörderinnen muss man jetzt sagen, Vergewaltiger. Mörderinnen. Das ist gendergerecht. Ja. Ne? Gendergerecht von mir aus, aber das sind doch... Eigentlich, man darf also es, Spaß darüber machen, oder? Nein, aber außerdem sind das ja hauptsächlich junge Männer, die zu uns kommen. Richtig, richtig, ja. Und zum Teil auch in Camouflage, also in, ja, in Militäruniform, Maschinen, die dann durch die Straßen. Und ich frage mich eigentlich, ob ich der Einzige bin, der sich nicht mehr sicher fühlt, obwohl ich eigentlich nicht zur Hauptzielgruppe gehöre, gehe ich in meiner Stadt tatsächlich nicht mehr so gerne raus, obwohl ich... Na, Sie sind nicht der Einzige, der sich jetzt unsicher fühlt, sondern ich denke, das ist ein Gefühl, was man jetzt mit der Mehrheit der Bevölkerung teilt. Aber die Politik ist nicht geändert worden. Aber ist es dann nicht naiv, sich wieder an die Politik zu wenden, die das quasi verbockt hat, und dann wieder zu sagen, quasi, du, kannst du nicht bitte wieder was machen? Müsste man nicht sagen, jetzt... Ja, aber es gibt keine andere Möglichkeit, als die Politik unter Druck zu setzen und zu zwingen, ihre Politik zu ändern.
Und die einzige Schlussfolgerung kann ja nur sein, 165.000 Unterschriften waren nicht genug. Wir brauchen wahrscheinlich 1 Million. Und wenn sie sich um die Millionen Unterschriften auch nicht scheren, dann brauchen wir 2 Millionen Unterschriften. Und es wird sich nur etwas ändern, wenn genug Leute endlich begreifen, dass sie selber aktiv werden müssen. Und dass sie nur die Verhältnisse, unter denen sie ganz sichtbar leiden, und Sie haben das ja gesagt, dieses Gefühl der Unsicherheit wird ja von allen geteilt. Wenn Sie dieses Gefühl loswerden wollen, wenn Sie wollen, dass sich wieder was ändert, dann muss jetzt jeder was tun. Was könnte man tun, um vielleicht auch noch zum Abschluss positive Drehung in das Gespräch zu bekommen, weil mich hat das jetzt zum Teil sehr emotional mitgenommen, was Sie gesagt haben, wenn man sich das vorstellt, damals eine Familie gehabt zu haben unter den Umständen und was einigen Leuten noch passiert ist, das geht einem ja schon sehr nah. Können wir jetzt ein positives Ende finden? Haben Sie noch was planen Sie noch, Frau Lengsfeld? Oder was kann auch vielleicht jeder Einzelne machen? Also erstmal kann jeder Einzelne sich informieren, wie die Sachlage wirklich ist. Wir haben ja leider Medien inzwischen in Deutschland, die ihrer eigentlichen Aufgabe, die Regierung zu kontrollieren, nicht mehr nachkommen. Können Sie drei aufzählen, neben Große Freiheit TV, was wäre da noch Informationskanäle, die Sie sagen, da kriegt man mal anderen Blick? Ja, ich meine, das gibt die Achse des Guten, das gibt Roland Tichy, das gibt meinen Blog, da kann man vera-lengsfeld.de eingeben und ist dann schon auf meinem Blog. Es gibt zahlreiche andere, The European oder Epoch Times, große Internetportale, wo man sich... Eigentümlich frei vielleicht sogar auch? Ja, natürlich eigentümlich frei, ja. Es gibt inzwischen so viele, dass man schon Schwierigkeiten hat, auch nur die wichtigsten aufzuzählen. Also es gibt jede Menge Möglichkeiten, sich zu informieren. Es gibt jede Menge Gruppen, bei denen man mitmachen kann, zum Beispiel die Initiative von Peter Weber, der jetzt eine Bürgerinitiative organisieren will im Netz. Die kann man unterstützen, da kann man Fördermitglied werden, da kann man mitmachen. Und man kann zum Beispiel auch unsere neue Initiative, unsere neue Petition unterstützen. Wir haben nämlich festgestellt, dass der Petitionsausschuss im Bundestag unsere Petition, also zur Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit an den deutschen Grenzen, einfach unter den Tisch fallen lässt, also nicht bearbeitet, ja, weil ihnen das Eisen offensichtlich zu heiß ist. Es gab eine zweite Petition gegen den UN-Migrationspakt mit dem gleichen Schicksal. Und deswegen haben wir gesagt, das Petitionsrecht muss geändert werden. Es reicht nicht, dass die Leute die Möglichkeit haben, ihre Petitionen abzuschicken. Das konnten wir in der DDR auch. Ja, da gab es da Eingaben. Konnte man jede Menge Eingaben machen. Wie so ein Wunschzettel. Nein, der Petitionsausschuss muss verpflichtet werden, alle diese Petitionen in einem angemessenen Zeitraum zu bearbeiten und nicht einfach unter den Tisch fallen zu lassen. Ja? Und der muss, und zum Beispiel, wir haben ja für diese beiden Petitionen, für die gemeinsame Erklärung 2018 und gegen den UN-Migrationspakt, wir haben ja eine öffentliche Anhörung erzwungen. Die kann man erzwingen, indem man 50.000 Unterschriften unter eine Petition bekommt. Haben wir in beiden Fällen locker erreicht. Da wurden Sie mit Herrn Broder zusammen angehört. Ja, und da gab es diese öffentliche Anhörung. Und auch da muss das Petitionsrecht geändert werden. Denn die Petenten müssen mehr Möglichkeiten haben, ihre Position zu vertreten. Man kann die Redezeit der Petenten beschneiden, indem man einfach immer nur Fragen an die Bundesregierung stellt. Obwohl jede Fraktion im Bundestag die Bundesregierung auf jede Art und Weise befragen kann. Schriftlich, mündlich in der Regierungsbefragung, die am Beginn jeder Sitzungswoche stattfindet. Die muss nicht auch in einer öffentlichen Anhörung noch die Regierung befragen. Das wird aber eingesetzt, die Fragen an die Regierung, damit die Petenten weniger Redezeit haben. Das muss geändert werden. Diese Petition läuft gerade und die kann man auch unterstützen. Ganz wunderbar. Frau Lengsfeld, dann freue ich mich sehr, dass Sie hier zu unserem Publikum gesprochen haben. Ich freue mich über eure Kommentare, Sie wahrscheinlich auch. Und dann wünsche ich uns einfach noch einen schönen Abend, oder? Ja. Gut, Dankeschön.